Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Wir stehen hier noch in Dresden und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus heute geht. Wird eine kürzere Fahrt. Einfach, weil ich das Ganze jetzt nicht um 12 Uhr, 13 Uhr aufnehme, sondern um 18 Uhr und mittlerweile die Sonne das Ganze jetzt hier doch schon stark aufgewärmt hat. Deswegen würde ich jetzt nicht allzu weit fahren, halt Tagestrip. Tagestour wird es werden. Das ist meine erste Tagestour. Das ist auch meine erste Tagestour. Helsingborg auch. Nach Polen. Ah, ein bisschen zu viel. Gehen wir eben auf die zweite Seite. Nürnberg. Kommen wir quasi gerade her, mehr oder weniger. Köln. Ja, komm, lass uns nach Köln fahren. Das ist ja auch ein bisschen Gebiet, was man noch nicht so kennt. Fahren wir einen Traktor JCB Fast Track 4220, meine Güte. Ich merke schon, der Grund, weswegen ich auch so spät erst aufgenommen habe, den sollte ich mir erstmal einlösen. 13,5 Tonnen und 22 km bekommen wir dafür. Dann haben wir schon mal 4/5 von dem, was wir brauchen, oder was ich mir vorgenommen habe, bevor ich den. Das gab's okay. Bevor ich den, na, wie heißt das Ding noch? Bevor ich den Truck restaurieren kann, Auf geht's. fahren wir mal los. Und da hat nämlich nichts mehr zu trinken gehabt, deswegen wollte ich vorher einkaufen. Es wirkt nur ein bisschen so, als ob der das Lenkrad ein bisschen weiter hinten, oder habe ich einfach immer noch das Feeling von der letzten vom letzten ATS Video? Das war doch bestimmt so, oder? Biege nach rechts ab. Demnächst rechts Wenn abbiegen. ich jetzt Unfälle baue oder Biege Vermehrtunfälle nach baue, rechts ab. dann schiebe ich es darauf. Schön am Scanner-Hinter vorbei. Ja, ich weiß noch, so Smarten hat mir das Trinken zwar erst hingestellt, aber noch lange nicht die Flasche geöffnet. Deswegen muss ich noch ein bisschen warten, bis ich den Traktor hinten drauf habe. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Okay, wir genehmigen mir dann gleich einen Schluck zu trinken. Immer geradeaus. Da war dann auch nicht mehr drin. Ich weiß nicht, ob die Bremsen das jetzt noch geschafft hätten. Das Ding ja doch schon sehr am Quietschen. Ah. Da kann ich aber mal kurz wieder anschmeißen. Demnächst links abbiegen. Okay, hier waren wir nicht. Wir waren nur bei so was Ähnlichem. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir da gewesen sind. Das ist auch jetzt lange her. Biege nach links ab. Es ist vorbei. Da haben wir das gute Stück. Wieder ein Tieflader. Okay, wir fahren los. Wie sieht denn die Strecke aus? So, wir fahren auf die A17, dann wechseln wir auf die A4 und fahren die A4 komplett durch bis Kassel. Dann geht es über die A7 und A5 zur A45. Und dann sind wir auch schon
So, gut, wir da einfach nochmal kurz einen Abschnitt auf der A4 fahren, dann nach Köln rein zu RT-Log. Zu RT-Logistics. 600 Kilometer wollen wir losfahren. Ich muss aber nochmal tanken, oder? Runden und Leichter sollten wir auch mal anmachen. Tank sagt, wir müssen tanken. Aber irgendwann eine ordentliche Autobahn, da wird auch eine Raststätte kommen. Von daher passt das ja. Dann biegen wir es rechts ab. Wenn wir kurz noch durch Dresden fahren. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Achso. Ich war gerade aufgrund der Blockade da vorne ein bisschen verwundert, aber warum ich immer ich jetzt gerade zu sehr nach rechts gelenkt habe. Wie das passieren konnte, weiß ich auch nicht. Ist das eine Autobahn? Ja, ne? Autobahn, Schnellstraße, irgendwas in der Richtung. Irgendwas, wo man schneller fahren darf. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Da gehen wir natürlich ein bisschen besser. Und dann geht's jetzt wieder auf die Bahn. Geht's ab zum Ruhrpott. Ballern wir mal durch. Aber wenn wir das nächste Mal aus Dresden rauskommen, ne? Aus dem Dresdner Kreuz. Schon echt wieder warm hier. Ich habe jetzt wahrscheinlich mal das Fenster aufgemacht, weil es außen so schön war und mal nicht geregnet hat. Da wirkte es doch echt sehr frisch, als der Wind mal irgendwie reingeweht hat. Aber auch als ich gerade eben einkaufen war, das war echt. Da wollte ich nicht hin. Es war echt warm. Auch auf dem Rad.
Werde ich mir wirklich doch. Was ist denn wirklich? Werde ich gleich mal die. Oh, wobei, es ist ein bisschen. Ah, eigentlich muss ich hier nach direkt schon wieder in Neverwinter rein wegen der Summer Festivals. Da muss ich, glaube ich, wieder einmal durch meine ganzen Chars durchloggen. Weil zumindest vom Main der Workshop oder vom Main und zwei Alts der Workshop eigentlich voll ist. Sehr voll sein müsste. Und ach, hier sind wir. Und danach kann ich mich dann ans Schneiden setzen. Rendern noch nicht. Das mache ich dann, wenn ich fertig bin mit den Sachen am Schneiden und dann vorher nochmal am Rumloggen war. Wobei, ich glaube, ich mache es so, dass ich einmal rumblogge, dann auch mal einen Download anschmeiße. Kurz in die Küche gehe. Zum Brot backen und dann, wenn das Brot dann im Ofen ist, dass ich dann, da habe ich eine Stunde Zeit zu rendern, zu editieren und so. Ich fahre mal hier mit 80 rum, würde ich sagen, ne? Muss nicht 85 sein. 80 geht auch klar. 100 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Mal wieder durch die ganzen Videos, die noch hier auf der Platte sind, die eigentlich gar nicht mehr drauf sein müssen, mal durchgehen, was nicht mehr drauf sein muss und was weg kann. Da dürften auch noch mal so ein paar hundert Gigabyte sein, die hier mittlerweile unnötigerweise rumliegen. Ich bin ja ein bisschen vorangekommen, ne? Da hat's Rums gemacht. Aber ich blink ja nicht umsonst, nicht? Hat ja schon eigentlich alles Hand und Fuß. Diese blöde Kindersicherung. Ist mir. Ist mir fast schon wieder die Flasche zugegangen vom Nein. Beim anfänglichen Trinkversuch. Ah, schon leid, hier durchzufahren. Ah, da war ja was. Pff.
Also ich bin rasch, M-Bike ist vorbeigefahren. Mindestens an einer. Kommt hier gleich noch eine? Ja, nach Frankfurt. Dann können wir zumindest tanken. Und laufen nicht leer. Oh, und das, ich sollte mich auf einfach nur hier ransetzen an die ganzen Statistiken. Ich habe mir noch eine Statistik vor den beiden neuen Statistiken. Vor den neuen Statistikas. Wird Zeit, dass ich die mal raushaue. Hä? Ich habe eigentlich nicht nach links gelenkt. Aber es wirkte gerade so, als ob ich nach links lenke. Also nur eine Nachtfahrt habe ich hier gut ausgewählt. Aber wäre jetzt kein Problem gewesen, hätte ich das Ganze hier in der 6 Stunden früher aufgenommen. Kilometer bis Kassel. Das ist ja quasi jetzt der nächste Stop. Stop jetzt im übertragenen Sinne vielleicht. Ah gut, erstmal tanken. Damit wir auch bis Kassel kommen. Mach mal. Nehmen wir die rechte Spur. Und tanken einmal voll. 1,79 Euro pro Liter. Insgesamt 548,69 Liter für 982 Euro. Fahren wir mal weiter. 300 Kilometer haben wir noch. Ankunftszeit 1.39 Uhr. Immer geradeaus.
schön hier wieder mit dem Blick ins Tal. Jo, da vorne kommen wir jetzt mehr dran vorbei, ne? Aber gut, er holt ja auch. Er holt ganz gut auf. Noch. Das ist ja auch alles neu, oder? Oder ich wäre einfach nie gewesen. Aber ich denke mal, es ist neu. Bitte links halten. Ist beides nicht ganz unwahrscheinlich. Ein bisschen zu eng ist gerade geworden wieder. Diese Wärme im Nacken wieder. So, dass ich mit der Verspannung unangenehm. Wobei die Wärme jetzt eher im irgendwie im Rücken liegt, obwohl da keine Sonne ist, aber. Nur noch ein Dreieck. Steigung ist es da. Wollen wir wahrscheinlich auch links halten. Verbrauchen wir wieder ordentlich Sprit. Bitte links halten. Da führt gar kein Weg an vorbei, dass wir hier viel Sprit verbrauchen. War ja wieder klar, dass es knapp wird. Okay. Never mind. Auf dem kleinen Navi sah es ein bisschen so aus, als ob ich es eigentlich irrelevant gewesen wäre, aber. Dem war ja nicht so. Na, wo das bergauf geht, geht es doch wieder bergab und da verbraucht man nicht mehr so viel Sprit. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie weit wir es noch bis nach Köln haben. Ein Stückchen ist auf alle Fälle. Aber. Ich finde es auch manchmal interessant zu sehen, was so an der Tafel steht.
Ah, nein, geht das hier nicht raus. Sehr gut. Weniger 92 Kilometer sind es ja noch. Es wieder noch 9 Stunden dauert, ja gut. Hä? Rechts halten. Will, dann wird es doch viel fertig. Ah, perfekt. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Dann können wir jetzt doch wieder mit Tempomat fahren. Die Adaptive haut uns ja hier nicht rein. Und dann haben wir es hier Köln ausgestellt, 164 Kilometer. Jetzt wieder davon. Ja, so viel Gewicht habe ich doch gar nicht drauf, oder? 13 Tonnen nur. Aber gut, da haben wir ja schon ein bisschen weniger. Wir wollen noch mehr Power haben als der Arctos. Ey, jetzt bremse ich nicht hier aus. Solange es bergauf geht, dann ist das in Ordnung, ne? Dann hol auf jeden Fall auf. Wait a second. Da wollte ich gar nicht hin. Weil ich. Es war ja klar, dass ich es wieder vergessen habe. Starten. Echt beschissene Scheiße. Einfach wieder 4 Stunden oder so vergessen. Weil ich Java geupdatet habe. Ja, ja. Immerhin ist es mir noch eingefallen. Ich weiß gar nicht, wie der mit der Karte kam. Das ist aber ab schon so lange nicht mehr von mir hergezogen. Ist weiter geschoben. Aber der Kollege da vorne zieht ja gut davon. Dann werde ich heute Nacht kein Video mehr anschmeißen können, wenn das 9 Stunden dauert. Das müssen wir nicht hier raus, okay. Geht jetzt auf die R4, oder? Ja, okay. Dann sind wir gleich wirklich schon da. 80 Kilometer noch. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus.
bitte rechts halten. So, dann wir schon mal runter. In der Geschwindigkeit. Dann muss ich nur noch mich darauf konzentrieren, wo es hingehen muss, weil die Sonne ballert. Bitte links halten. Ich denke mal, wir müssen zum Zentrum. Vermute ich mal. Ich glaube, in Köln war ich bisher auch nur ein einziges Mal. Zum Umsteigen. Bitte links halten. Ging es, glaube ich, Richtung Bad Honnef oder so. Dann weiter. Ja, das war, glaube ich, so gewesen damals. Das war ein einziges Mal bisher. Ja, gut, ne? Heißt ja nicht, dass es in meiner Rechnung mal hinkommt, ne? Erst auch mal in Köln. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Das selbe Spiel ist auch mit Hannover, dass ich glaube, ich in Hannover auch nur zum Umsteigen war. Bitte links halten. Links halten. Entschuldigung. Oh, nice. Direkt neben der Bahnstrecke. Runter 50. Können wir uns eigentlich schon bei der Bahnstrecke halten. Vor der linken Seite. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es keine Bahnschiene, das ist Straßenbahn. Ich weiß nicht, warum ich es direkt mit der Bahnstrecke also initiiert habe und nicht mit der Straßenbahn. Immer geradeaus.
biege nach links ab. Lenkachse. Sieht weiter geradeaus. Immer geradeaus. Muss ich auf jeden Fall auf für jeden Fall jetzt drauf achten. Was für eine Lenkachse halt haben. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rechts halten. Kriegen wir die Ampel noch? Und dann rechts abbiegen. Nee. Biege nach rechts ab. Aber die Bremse ist nicht stark genug, trotz Retard auf Full. Na, wir sind aber auch mit dem Reifen nicht drüber, ne? Grenzwertig, würde ich sagen. Links halten. Und dann links abbiegen. Was haben wir hier? Okay. Rechts. Biege nach links ab. Die schöne Werkstatt hier, die Garage, die man hier kaufen kann. Links abbiegen. Oh, direkt hier nach dem Bahnübergang. Biege nach links ab. Nice, cooler Bahnübergang. Nehmen wir den Kreisverkehr mal hier rum. Fallen sie aus richtigen Kreisverkehr, aber wahrscheinlich ist es auch kein richtiger. Aber es könnte einer sein. Oder sein wollen. Das war eine schöne Fahrt. Muss ich hier vorne links, glaube ich, hin? Jawohl, sehr schön. Hier vorne sogar pennen. Trifft sich ja gut. Würde ich sagen, laden wir das gute Stück ab.
andere Leute vom Ausmachen. Oh. Ausgezeichnet Traktor JCB Fast Track 4220 von Dresden nach Köln geliefert, gefahren, Strecke 601 Kilometer, dauert 43 Minuten, Verbrauchskraftstoff 241,4 Liter, das war der 221. erledigte ETS 2 World of Trucks Auftrag, 22.148 Euro gab es dafür und 899 Erfahrungspunkte, fast, da ist die Maus, Level 31. Dann einmal um den Zaun rum. Ich glaube, wir können hier pennen, oder? Ne, können wir nicht. Nevermind. Dann müssen wir uns einen Platz suchen. Ich meine, wir können es probieren, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen... ein Stückchen fahren. Boah. Da gibt es aber schon was Näheres. Nächste wäre nur 21. Oh gut, das war das nächste. Das nächste, wo man jetzt irgendwie nicht nach Lützdorf oder so fährt. Lass uns loslegen. 21 Kilometer. Ist auch nicht für LKW ausgelegt, ne? Dann flitzen wir nochmal ein bisschen, würde ich sagen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Beziehungsweise, wir können hier vorne fahren. Hier vorne haben wir eine Werkstatt. Wo wir pennen können. Also jetzt nur 14 Kilometer. Das ist doch ein bisschen näher, ne? Biege nach rechts ab. Na, ist doch cool. Achso. Entschuldigung. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, eben schnell einfach rüber. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Da gehst du mal wirklich noch ein bisschen durch Köln durch. Scheinbar. Aber erstmal auf demselben Weg zurück, den wir hergekommen sind. Immer geradeaus. Warum hat der Warmblecker an? Weil jetzt abbiegen wieder der Warmblecker an. Ins Parkhaus wollen wir eigentlich nicht, ne?
immer geradeaus. Oh, eigentlich am Vorfahrt gewähren, ne? Hoppla. Rechts halten. Das ging ja nochmal gut. Also Vorfahrt gewähren gestellt habe ich jetzt ein bisschen zu spät gesehen, wenn ich sehr gerast bin. Bitte links halten. Passiert, wenn man zu schnell ist. Bitte rechts halten. Das kriegen wir doch hin. Warum auch immer. Ah, ist aber schon cool hier, finde ich. Immer geradeaus. Am Ende der Straße sind wir da bei der Werkstatt. Das wird jetzt teuer. Okay, 5000 Uhr. Ist ja günstig. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Schon jetzt hier? Nee, ist zu früh. Aber wäre auch cool. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich bin abgelenkt, weil irgendwas auf der Tastatur war, was aber nicht da war, deswegen. Wollte ich nochmal nach genauer schauen. Biege nach rechts ab. Wir sind fertig. Das sind wirklich Motor aus. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, entweder hier vom Old Truck Simulator 2 oder vom American Truck Simulator. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.